So, dann sind wir auch schon wieder zurück und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und aber vorweg erstmal Dank an alle, die mich so in den letzten, sagen wir mal grob die letzte Woche dauernd beschenkt haben mit Geschenken. Grüße gehen ja wirklich an jeden Einzelnen raus. Also ich will auch jetzt keine Namen nennen, nicht, dass ich irgendeinen vergesse, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Support generell. Und natürlich vergesst nicht, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich gerne Creator Code eintragen, YT-FamilyEgg. Grüße gehen natürlich auch daraus. Und ja, ich habe die Like-Anzeige wieder an. Der Zamperl hatte nämlich schon gefragt, warum ich die nicht mehr anhatte. Wir hatten halt so ein paar Spezialisten, die meinten, sie müssten direkt mit allen Accounts, die sie haben, ein Dislike da lassen. Habe ich es nämlich komischerweise ausgemacht. War das Ganze nämlich wieder nicht so. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Ihr seht schon, wir haben Travis Scott gerade als Skin. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, warum. Achtung. Die Bannertruperin ist wieder drin mit allen möglichen Outfits und Stilen und hast du nicht gesehen? Ich weiß nicht, ich kann mich mit diesen Skins nicht richtig anfreunden, obwohl ich liebe die. Ja. Ist halt wirklich so Geschmackssache. Aber der Kleider ist nice. Der Kleider ist natürlich wieder. So, oh, dann haben wir noch Banner tragen. Stimmt, das habe ich eben gar nicht gesehen. Hab schon die Emotes hochgeladen. Das hier total übersehen. Weil ich sage, ich finde persönlich ist da halt nichts Besonderes drin in dem Sinne. Also, wenn ich mich entscheiden müsste von den Varianten, schreibt mir in die Kommentare, welche Variante würdet ihr nehmen? Schreibt nur die Farbe rein, dann weiß ich ja, was gemeint ist. Also ich selbst würde jetzt so vom Optischen echt noch sagen. Die. Vom Optischen würde ich echt noch sagen, der Skin. Könnte vielleicht daran liegen, dass ein bisschen meiner Frau endlich sieht. So, dann haben wir die dunkle Vorhut wieder zurück im Shop. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der nicht im Shop war, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen was her. Ich habe schon lange, lange, lange Zeit nicht mehr gesehen. Dann haben wir aber Bombasto noch drin. Dann Tauchbomber. Eine neue Lackierung. Ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht besonders in meinen Augen. Dann aus West. Deshalb auch der Skin. Denk dran, ich darf es ja nicht zu lange abspielen. Wegen Copyright. Grüße gehen nochmal raus. Emote ist echt nicht schlecht. Mach ich natürlich auf jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Aber ohne die Rolle. Dann haben wir Hirnüberladung. So, des Weiteren ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Einmal Knochenwespe komplett, dann einmal Medikit-Varianten. Ich wegen der Luftrettung, da musste ich heute lachen. Es hat nämlich einer drunter geschrieben, ob ich das einem schenken kann. Da habe ich mir nur gedacht, ja, klar. Dann die Astro-Assassinen. Der Fehler ist immer noch drin. Normalerweise soll dieser Skin zwei Stile haben, aber. Wie ihr seht, hat er nur einen. Wo ist der Fehler? Epic Games hat eigentlich dazu schon was gepostet auf Twitter, dass sie das am Beheben sind, aber gefühlt doch nicht. Dann haben wir natürlich wieder Taro drin, Nara, Torwächter und der Flughafen. Dann die Emotes, immer noch alle drin, klar, kam gestern neu rein. Dann haben wir das Manga. Nicht Manga. Lol, ich komme nicht drauf. Anime-Paket, sage ich jetzt einfach mal. Mit den Pickaxen und letzter Lacherpaket und natürlich Fortnite Crew. Also im Prinzip eigentlich nicht viel Neues, eigentlich gar nichts. Die neue Tarnung, ja, die zwei waren lange nicht mehr drin. Ja, und die Wappengeschichte, aber wie gesagt, das ist halt so Geschmackssache. Da würde ich echt sagen, hier die zwei Skins sind da eigentlich die am besten noch aussehen. Aber wie gesagt, da kennen wir das Spiel ja, müsst ihr immer selber entscheiden. Und jetzt gucke ich noch gerade schnell, rette die Welt. Ich hoffe, was Gutes. Nein, wieder keine V-Bucks. Was ist denn da los? Rette die Welt, komplettes Wochenende und seit, glaube ich, jetzt 4 Tagen keine V-Bucks. So, das soll es dann schon wieder gewesen sein mit dem Shop. Und denkt dran, wenn ihr euch was gönnt, ich brauche es nicht nochmal sagen. Guckt aber immer, dass einer drin steht. Und in dem Sinne würde ich sagen, war's das und haut rein. Ach so, was Gebäude verbrennen betrifft. Immer noch nichts.
werde es jetzt gleich nochmal ausprobieren. Jetzt habe ich es ausnahmsweise nicht ausprobiert. Aber ich denke mal auch, dass es erst am Dienstag, wenn hier die neuen Aufgaben kommen von Russ, dass sich da vielleicht was tut. Und dass wir dann endlich mal unsere Lara Croft freischalten können. Also in dem Sinne, euch noch viel Spaß und haut rein.